Ich bin Marie, die Winterwetterfee. Und ich bin Andreas und das ist dein neuer Schlitten. Nicht nur Tiere, Bäume und Wasser prägen das Bild des großen Gartens in Dresden. Auch zahlreiche Schienen, dichte Rauchwolken und energische Signale gehören dazu. Denn die Parkeisenbahn ist das Highlight. Im Dezember veranstaltet die Parkeisenbahn Dresden im Rahmen ihrer Adventsfahrten für Groß und Klein weihnachtliche Fahrten. Ich bin heute hier vor Ort und schaue mir das Ganze jetzt an. Besonders auffallend ist der schön geschmückte Hauptbahnhof hier der Parkeisenbahn Dresden. Reisig, Tannenzapfen, aber auch selbstgebastelte Adventssterne sorgen für ein weihnachtliches Ambiente. Auch die Anwesenheit des Nikolauses und des Maskottchens Parkolino sind von hoher Bedeutung. Mitverantwortlich für die komplette Organisation dieses Spektakels ist Herr Böpple. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Herr Böpple, Sie veranstalten ja nun doch schon seit einigen Jahren diese Adventsfahrten. Wie ist denn die allgemeine Resonanz der Besucher? Also das ist richtig. Also seit vielen Jahren haben wir den Fahrbetrieb zu den Adventswochenende zum ersten und zweiten Advent. Am ersten Adventswochenende war ja das Wetter ein bisschen verhaltend. Trotzdem waren viele Besucher da und gerade am letzten Wochenende waren sehr viele Leute da. Also eigentlich so viele wie noch nie zuvor. Ein besonderer Reiz der Parkeisenbahn Dresden ist ja, dass die Koordination von Jugendlichen und Kindern übernommen wird. Suchen Sie denn auch für die nächste Saison bereits neue begeisterte Parkeisenbahner und Parkeisenbahnerinnen? Ja, das ist richtig. Bei uns können Kinder anfangen, bei der Parkeisenbahn ihrem Hobby nachgehen, ab der 4. Klasse. 4. bis 6. Klasse, da können Sie sich gerne melden bei uns auf der Homepage unseres Fördervereins beziehungsweise auch telefonisch bei uns in der Betriebsleitung. Und bei Interesse einfach mal telefonisch melden oder mal die Eltern mal anrufen lassen. Na, das klingt doch gut. Und dann wäre ja noch interessant, es gibt ja nun viele Veranstaltungen, die Sie hier machen. Gibt es auch schon einen Ausblick auf 2016, worauf sich die Besucher vielleicht freuen können schon? Also in diesem Jahr ist die Winterpause bei uns bei der Parkeisenbahn doch recht kurz. Wir fangen traditionell zu Ostern an, und zwar zu Gründonnerstag, und das ist im nächsten Jahr am 24. März. Die Saison wird dann bis zum 25. Oktober andauern. Wir werden dann wieder einige Highlights haben. Wir werden die Lichterfahrten haben, die Tage der offenen Tür im Sommer. Bei der Museumsnacht sind wir dabei, aber auch ein Kinderfest werden wir am Bahnhof zu haben. Ja, liebe Zuschauer, morgen wird es die letzte Adventsfahrt diesen Jahres hier geben. Und ob es Sonne dafür gibt, das sehen wir jetzt im Wetter. Dienstag sorgt tagsüber der Sonnenschein für gute Laune bei den Dresdnern. Bei milden Temperaturen von 10 Grad ist allerdings die Aussicht auf ein Winterwetter bisher gering. Nachts sinken die Werte dann auf 3 Grad Celsius zurück. Am Mittwoch hingegen gibt es in Dresden bei dichten Wolken vielfach keinen Sonnenschein. Die Werte klettern tagsüber auf 8 Grad und gehen in der Nacht auf bis zu 3 Grad zurück. Wenn auch Sie Lust haben auf eine weihnachtliche Fahrt durch den großen Garten in Dresden, dann kommen Sie morgen am besten vorbei. Auch ich werde jetzt noch eine Runde mit Volldampf durch den Park fahren. Bis dann. Halt, ich stelle das in aller Wimmer vor. Tschüss!